Lieben, hier ist wieder eure Alex und heute möchte ich mit euch eine neue Variante von dem Seitenstreifentuch machen. Warum heißt das Ganze jetzt 3.0? Das hat einen ganz einfachen Grund. Dieses hier kennt ihr ja aus der ersten Anleitung und das würde ich sozusagen als das Original bezeichnen. Und dann habt ihr vielleicht in einem meiner letzten Videos gesehen, dass ich eine zweite Variante gemacht habe mit einem Farbverlaufsgarn. Der ursprüngliche Gedanke war ja eigentlich bei dem Tuch etwas ohne Farbverlauf zu machen, aber das sah so hübsch aus und es hat ja trotzdem Seitenstreifen, sodass ich finde, das hat ein eigenes Modell verdient. Deswegen ist das hier 2.0 und heute machen wir eine neue Variante aus den drei Bobbel, die ihr da oben seht. Das dritte Tuch wird folgendermaßen gearbeitet. Also genauso wie bei diesem hier werde ich mich an die grundlegenden Regeln halten, dass ich von einer Spitze, also von einem Zipfel aus anfange und auf der einen Seite keine Zunahmen mache und auf der anderen Seite jeweils drei Maschen, das heißt zwei Zunahmen. Das wird auch weiterhin unser oberer Rand werden, der dann später am Hals liegt. Das Besondere an dem neuen Tuch soll sein, dass ich nicht nur andere Farben nehme, das wäre ja einfach, sondern es soll auch Muster bekommen. Und damit das Ganze gut aufgeht und trotzdem harmonisch wirkt, habe ich mir überlegt, dass ich einen Teil zwar experimentiere, aber nicht zu viel. Das bedeutet, es wird drei Farben geben, es wird drei Muster geben und ich werde aber trotzdem mich an dieses Verhältnis einerseits halten und andererseits werde ich das so machen, dass ich immer nur in einem einfarbigen Block ein Muster machen werde und werde das nicht farbübergreifend machen, sodass, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Tuch betrachtet, würde ich immer eine neutrale Reihe, so nenne ich das jetzt mal, also die erste Reihe in diesem Farbblock würde ich weiterhin mit halben Stäbchen arbeiten, dann den Musterblock und den in der gleichen Farbe auch wieder abschließen und dann das andere Muster dann jeweils in einer anderen Farbe. Dadurch, dass wir drei Farben, drei Muster und diese neutralen Reihen haben, können wir wahnsinnig viel experimentieren und variieren und ich hoffe, da kommt was Schönes bei raus. So, und jetzt legen wir los. Der Anfang wird genauso laufen, wie ihr das kennt, dass wir uns also eine Anfangsluftmasche machen. Und machen erstmal eine Basis für den Zipfel mit den stabilen halben Stäbchen, damit das hinterher beim Tragen nicht irgendwie ausnudelt. Dazu hatten wir, wenn ihr euch an die erste Anleitung erinnert, drei Luftmaschen gemacht. Die dritte war schon die Wendeluftmasche und in die zweite kommt ein normales halbes Stäbchen hier in die zweite, hinten in die Perle hinein. Wenn ihr es noch mal ganz langsam haben wollt, dann guckt euch ruhig noch mal das erste Seitenstreifentuch an. Da erkläre ich das noch mal langsam. Und an die Seite, wo mein Anfangsfaden ist, da mache ich immer die Zunahmen. Das heißt zwei Maschen, also zwei Zunahmen und eben die normale Masche. Zwei. Das wird jetzt für den ganzen weiteren Verlauf immer so bleiben auf der Seite. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, was in den Musterreihen passiert, aber auch da nehme ich mir natürlich vor, dass das genauso bleibt. Es kann sein, dass es vielleicht mal nicht aufgeht. Das werden wir dann im Laufe sehen. Gut, eine Wendeluftmasche und gleich wieder in die erste Masche drei halbe Stäbchen, also eine normale Masche plus zwei Zunahmen. Und bleibt da schön locker. Das kann sein, dass wir das nachher ein bisschen in Form ziehen müssen. Aber umso schöner sieht das dann ja hinterher aus. Noch eine und die letzte.
Eine Wendeluftmasche, das ist die Seite, wo nicht zugenommen wird. Das heißt auch wieder nur eine Masche in die vorherige. Und jetzt macht ihr euch den Zipfel so lang, wie ihr das gerne haben möchtet. Und dann machen wir gleich das erste Muster gemeinsam. Ich habe übrigens wieder vierfädiges Modalgarn genommen, jeweils pro Farbe 300 Meter, damit kommen wir locker aus. Und dann gucken wir mal, wie das zum Schluss aussieht. So, also ihr macht die Spitze so lang, wie ihr den Zipfel haben wollt, und dann geht's gleich weiter. Das Muster werde ich immer von der Spitze aus in Richtung Halsteil machen. Einfach aus zwei Gründen. Einerseits, weil ich ja gesagt habe, wenn ich die Farbe wechsle, das ist nur in diesem Fall ja nicht, weil wir gerade angefangen haben, mache ich immer eine neutrale Reihe mit halbem Stäbchen. Und der Hauptgrund ist eigentlich dieses hier, das wird ja unsere zukünftige Spitze sein. Von da aus sollen die Muster schön ordentlich in Richtung Hals verlaufen. Und falls wir mal ein bisschen schummeln müssen, dass wir hier oben ein oder zwei Maschen irgendwie variieren müssen, dann fällt das hier oben nicht so auf. Und an der Spitze soll das natürlich ordentlich aussehen. Gut. Das erste Muster ist ein ganz einfaches. Dazu brauchen wir jetzt erstmal zwei Wendeluftmaschen für die Höhe, weil wir gleich Stäbchen arbeiten werden. Drehen das Ganze um, machen nochmal eine Luftmasche, weil wir gleich die erste Masche überspringen werden, und machen jetzt in die zweite Masche ein Stäbchen hinein, wieder eine Luftmasche, eine Masche hier unten wieder überspringen, Stäbchen, Luftmasche, eine Masche überspringen, Stäbchen, Luftmasche und so weiter bis zum Ende. Und hier verändert sich bei diesem Muster noch gar nichts mit den Maschenanzahlen, deswegen geht das auch noch wirklich gut auf. Das andere Muster, wo wir Muscheln machen, da müssen wir mal gucken, da könnte es uns passieren. Ich hoffe nicht, ich habe das Probe gearbeitet, aber das kommt immer so ein bisschen drauf an, wann ihr, in welcher Reihe ihr welches Muster macht, also wie viele Maschen ihr als Basis zur Verfügung habt. Das sehen wir aber nachher, da können wir dann zusammen auch tricksen. So, jetzt haben wir hier noch die vorletzte Masche zum Überspringen, und in die letzten machen wir ganz normal unsere Zunahmen, nur eben dieses Mal mit Stäbchen, damit das mit der Höhe auch hinkommt. Aber auch wieder die normale Masche plus zwei Zunahmen, also drei Stück. Und das werde ich immer im Wechsel machen bei diesem Muster, dass ich eine Reihe mit den Stäbchen mache und eine Reihe mit halben Stäbchen zurück. So, hier auch erstmal wieder die Zunahmen. So, und eine noch. Und dann gehen wir in die Zunahmen von der Vorreihe noch rein. Immer wieder ganz normal halbe Stäbchen. Ich glaube, das ist recht gut, wenn wir das immer zwischendurch machen, einfach um die Grundstabilität in dem Tuch zu haben und dass das wirklich harmonisch dann wirkt. Jetzt sind wir hier bei der Luftmasche der Vorreihe, da machen wir ein halbes Stäbchen einfach um die Luftmasche drumherum. Das sieht besser aus, als wenn man einsticht. So. Und ein halbes Stäbchen auf das Stäbchen drauf. Ein halbes Stäbchen um die Luftmasche. Und so weiter. Ein Stäbchen. Um die Luftmasche bis zum Ende.
Ich hoffe sehr, dass das heute mit der Bildqualität für euch gut passt. Wir haben so schlechtes Wetter. Ich habe ganz viel Licht angemacht, aber dadurch entstehen natürlich auch immer Schatten. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu dolle. Ich versuche es so gut wie möglich für euch zu kompensieren. Jetzt haben wir ja hier vorhin noch eine zusätzliche Luftmasche gemacht. Die dürfen wir nicht vergessen. Die muss auch umhäkelt werden. Und die Wendeluftmaschen hier aus der Vorrunde, da müssen wir in die oberste, also in diesem Fall in die zweite, auch noch ein halbes Stäbchen häkeln, damit die Maschenanzahl aufgeht. Das ist immer ein bisschen fummelig, aber machbar. So, ich würde jetzt als nächstes wieder eine Reihe mit den Stäbchen und Luftmaschen machen. Das bedeutet, ich muss wieder zwei Wendeluftmaschen machen. Drehe die Arbeit um und mache eine dritte, damit ich dann hier wieder überspringen kann. Das mache ich jetzt auch und überspringe hier eine Masche, mache wieder ein Stäbchen und so weiter. Und das macht ihr jetzt so lange, wie ihr das Muster haben wollt. Im Wechsel eine Reihe so, eine Reihe so. Und dann könnt ihr zwischendurch auch mal ein paar schmalere Streifen einbauen, wie das beim normalen Seitenstreifentuch auch ist. Ich hole es gleich noch mal her. Ne, das geht also ganz genau so weiter jetzt hier mit diesen Maschen. Dann entstehen hier einfach so kleine Fensterchen oder Quadrate. Bei dem Original habe ich es ja auch so gemacht, dass ich zwischendurch immer mal schmalere Streifen eingebaut habe. Die würde ich auf jeden Fall in diesem Tuch auch machen, weil ich das total schön finde, wenn man unregelmäßige Abstände hat. Das gibt einfach ein bisschen mehr Pep. Würde ich aber in diesem Falle ohne Muster machen. Das könnt ihr natürlich auch, aber ich habe mir ja vorgenommen, damit das auf jeden Fall funktioniert und ihr hinterher ein brauchbares, tragbares, schönes Tuch habt, dass ich das nicht mache und Muster farbübergreifend mache. Ne? Also so würde das aussehen, wenn ihr eine Hin- und eine Rückreihe, zwei Reihen also, in der gleichen Farbe macht und dann die nächste wechselt. Hier habe ich es einmal mit einer Reihe gemacht, das ist auch ganz nett. Da müsst ihr halt an der Nicht-Zunahmeseite einfach mal die Farbe wechseln. Ich erkläre das in dem ersten Video alles ganz detailliert und ganz genau, falls ihr Fragen habt, und sage es jetzt hier immer nur noch mal so als Hinweis. Wenn ihr die Farbe wechselt, dann habe ich das immer an der oberen Kante gemacht, da wo die Zunahmestellen sind, und habe die Basisfarbe, also die erste Farbe, zu Ende gehäkelt, habe die Wendeluftmasche schon in der neuen Farbe gemacht, den alten Faden abgeschnitten. Und habe dann beim Zurückhäkeln, das sieht man hier ein ganz kleines bisschen, habe ich die Anfangs- und Endfäden einfach gleich mit eingehäkelt. Dann habt ihr hinterher nicht so viel zu vernähen. Ich persönlich bin da ja kein großer Fan von. Und wenn man sich die Arbeit sparen kann und so sieht es ordentlich aus, das ist sowieso ein Tuch, wo man sich für eine Seite entscheiden sollte, welches, ne, hier guckt dann nochmal was raus, welches eine die sogenannte Innenseite und welches die Außenseite sein soll. Und dann sieht das von der Trageseite, die man dann sieht, wirklich ordentlich aus. Und ihr spart euch eine ganze Menge Arbeit, wenn ihr die Fäden mit einnäht. Okay, dann macht mal so lange weiter, wie ihr das haben wollt. Und wenn ihr Bock auf das zweite Muster habt, dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann, viel Spaß!